Herzlich willkommen zu dieser neuen kleinen Video. Diesmal, vielleicht habt ihr es ja schon an dem Videotitel gesehen, ist das Video auch ein bisschen kürzer, aber es geht einfach um meinen Server, beziehungsweise unseren Server. Mit dabei ist noch der Ausgeloggt. Hallo. Und ja, wir beide machen einen Server auf. Wir hosten gerade auf einem Free-Server-Hoster. Aber wir wollen auch in Zukunft auf einem Server-Hoster hosten, wo man halt den Server mieten muss. Und da suchen wir jetzt noch Teammitglieder. Aber am meisten suchen wir viele Builder. Zwischen der Zahl 10 bis 20 Stück Builder, damit das Ganze hier richtig flott geht. Und am besten auch noch 1 bis 3 Developer, damit wir auch unsere Träume von den Plugins, die wir gerne hätten, verwirklichen können. Und natürlich suchen wir auch noch Supporter genügend, aber die Phase für die Supporter kommt erst, wenn der Server dann auch released wird. Das heißt, wenn er dann auf dem Meet-Server ist und die IP wird wahrscheinlich heißen veroxa-gaming.de oder .net. Weiß ich noch nicht, also wenn der Ausgeloggt damit einverstanden ist, aber ich glaube schon, oder? Ja. Und ja. Dann schauen wir einfach mal, wie wir es machen. Und ja, wer sich bewerben will, kommt einfach auf einen Server drauf, wenn er on ist. Wie gesagt, er ist nicht immer on. Aber wenn er on ist, zum Beispiel jetzt, kommt er einfach mal drauf. Und entweder ist dann der Ausgeloggt da und nimmt eure Bewerbung am TS dann empfang. Also er wird euch dann TS schreiben und dort bewerbt ihr euch dann. Oder ich bin halt da. Oder wir sind beide da. Und die IP lautet kurz kopieren. Steuern Copy und wieder in den Server. Leute, die IP lautet 37.187.254.137.40669. Ich weiß nicht, ob sich die IP endet, wenn man den Server neu startet. Ist das der Fall? Ja, ich glaube schon, aber man kann dann die IP wieder, glaube ich, die IP wieder einfügen. Naja, Leute, wenn der IP nicht kommt, kommt ihr einfach auf folgende TS oder schreibt mich auf Skype an. Skype-Name ist Veroxa. Oder ihr kommt auf folgenden TS. Oh. So. Leute, am besten kommt ihr auf folgende TS. avist.gportal.de ist die TS-IP und dann reden wir und besprechen wir das. Und gucken, ob ihr in das Team kommt. Wenn ihr Developer werden wollt, müsst ihr natürlich ein Plugin schreiben. Und das Test-Plugin ist, um Developer zu werden, ein Lobby-Plugin. Für den Server hier. Also es darf kein, also wir gucken auch, ob das eigenes geschrieben ist. Es muss ein eigenes geschrieben sein. Also wir wollen dann hier ein Ding haben, wo sich immer ändert. Hier über der Task-Klasse, wo sich immer ändert. Und da steht dann einmal Made by und dann euer Name. Also sonst klauen wir euch nicht, dass ihr das gemacht habt. Oder, was ihr auch machen könnt, als Builder müsst ihr eine QSG-Map bauen. Wo ihr euch auch verewigt. Und ja, wir überprüfen natürlich dann, ob das auch eure Map ist. Und als Supporter müsst ihr erst später in Dings kommen, wenn der Server fertig ist. Aber als Developer könnt ihr natürlich auch noch ein anderes Plugin programmieren. Nämlich ein Tab-Plugin. Also hier dieser Tab. Da oben. Hier das da. Wo man dann die Owner und so sieht. Also sowas wie Permission Extra halt einstellen so und halt den Server so komplett konfigurieren, weil es bräuchte mir echt mal, dass da jemand drüber schaut. Und sonst kontaktiert mich auf Skype, da heiße ich Veroxa. Und ja, dann war es auch schon mit dem kleinen Video. Lasst doch ein Like da und ein Abo und dann wollte ich mich nochmal bedanken für die 300 Abonnenten. Special Comics soon, also ciao!